So, willkommen zur nächsten Aufnahme Dead Space 3. Bevor wir jetzt ins Spiel einsteigen, ich habe jetzt meine Bonuscodes, die ich fürs Vorbestellen bekommen habe, eingelöst. Und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, aber wir haben jetzt auf jeden Fall Zeuge der Wahrheit haben wir gefunden, das Pack. Der Zeugenanzug, ab sofort in der Anzugstation verfügbar. Und Missionar wurde in deinen Safe abgelegt. Und dann haben wir das Ersatzkontakt, glaube ich, heißt es. Ersatzkontaktanzug ab sofort in Anzug. Vermittler wurde deinem Safe abgelegt. Das war's schon? Naja, waren bloß zwei. Zwei Packs. Dann werde ich einmal schnell laden. Ab letztem Speicherpunkt. Doch. Da, wo wir gespeichert haben. Dann machen wir weiter. Wir sind ja das letzte Mal mit dem komischen Aufzug, Flugzeug, Transportgedöns geflogen. Ich weiß noch nicht ganz, was es ist. Auf jeden Fall mit dem Ding, wo man zwischen verschiedenen Bereichen hin und her fliegen kann. Zum letzten Punkt. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, was wir machen müssen, ehrlich gesagt. Weil ich einfach zu viel Muffe habe. Kapitel 5. Mit Verspätung ist zu rechnen. Da sind wir auf jeden Fall. Und wir müssen da rein. Das will ich. War hier nicht irgendwo? Letztens ein Anzug? Moment. Nein, halt, das war falsch. War hier nicht irgendwo eine Anzugstation? Auf, komm, geh auf. Auf! Wobei ich immer... Ich muss... Oh Gott. Nein, nein, nein. Okay, okay. Geh wieder zu. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Nee, das war's schon. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ah, doch, jetzt kann ich hier durch. Okay. Ich wollte gerade sagen, geht's doch gar nicht durch. Genau, wir haben jetzt auf jeden Fall viele neue Sachen. Doch, ich wusste doch, dass hier irgendwo ein Anzug-Dings war. Ha, okay. Dann gehen wir jetzt einmal die Anzugstation. Ich möchte nämlich wissen, was der Unterschied der Zeugenanzug und der Erstkontaktanzug freigeschaltet. Jetzt schauen wir mal, der Eva... Das ist ein leichter Raumanzug, den üblicherweise bei Arbeiten zur Gewinnung von irgendwelchen Materialien. Dann der Zeugenanzug, isoliert und mit Graffiti verzierter Anzug von Mitgliedern eines Ausgrabungsteams getragen, das die düsteren Geheimnisse von Tau Volantis irgendwas finden sollte. Und der Erstkontaktanzug. Ein Ebonzug gab Bildung mit fremden Wesen, der seine goldene Mühle verleiht Schutz bei längeren Aufenthalten im Weltraum. Ich würde jetzt erstmal den hier nehmen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was welcher wie wo Vorteil ist vom Anzug. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich es kaum lesen kann. Aber, ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Das sind zwar, glaube ich, nur Graffitis, aber cool. So, wenn ich jetzt Rick upgrade... Das haben wir, glaube ich, das letzte Mal gemacht, ne? Chinese... Okay, wir brauchen mehr Materialien. So. Ja. Das kann man... Kann ich noch nicht mitnehmen. Jetzt können wir mal gucken, halt... ich könnte das hier rausschmeißen und das dafür mitnehmen. So. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir finden mal irgendwann ein paar mehr Teile, damit wir uns mal eine wirklich krasse Waffe kaufen können. Gut, wir sind im ersten Stock, in den dritten können wir nicht.
Das heißt, uns bleibt bloß der zweite. Und ich finde eigentlich, wenn ich jetzt noch ein größeres Zielfernrohr, hätte, also ein Cursor, nicht die drei Minipunkte, und wenn die Waffe stärker wäre und ich das wechseln könnte, oder zumindest ein breiteres Zielfernkreuz hätte. Oh mein Gott. Oh. Oh nee, ey. Alter, bin ich gerade verschrocken. Okay, ich habe jetzt schon wieder tierisch Schiss, weiterzugehen. Ich weiß, da kommt wieder irgendwas, kommt gleich. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Oh Gott, okay, wir gehen erstmal... Munition einsammeln. Das hier, was auch immer das ist. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Lochboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. Okay. Was auch immer das war. Das ist definitiv eine Upgrade-Platine. Wieso habe ich denn den dabei? Na gut. Nee, das kann ich nicht herziehen. Okay. Oh Mann, wo bin ich? Das ist doch scheiße, was ist das? Ne, ich will erstmal, ich hole mir erstmal das Textlog. Und versuche es vorzulesen. Beginn der Aufzeichnung. SCUF IC 30 bla bla bla, Terra Nova. LCOR. Sam Kettle. Adam Graves fordert den Versuchsobjekt Transport vom Planeten ANCMS und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. Corvallery Dietz Transport bestätigt. Sorry Sam, mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf den Laderaum beschränkt ist. Verdopple die Quarantäne-Checks. Ende der Aufzeichnung. Gut, das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Und jetzt kommt irgendwas. Das wette ich mit euch. Achtung. Ach Gott, ich muss wieder hacken. Okay. Das kennen wir noch aus dem zweiten Teil. Ach, ja. Das habe ich zu spät gerafft. Hä? Okay, eins. Nein, nein. Zwei. Hä? Ich raff es nicht. Eins. Zwei. Geht doch. Nein. Ach, verdammt. Das war jetzt meine Schuld. Hier. Nein. Ach Gott, das fängt von vorne an. Okay, zwei. Nein. Nein. Hä? Da. Ach Gott. Isaac hier. Sie
sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Na klar. Das kriegen wir hin. Okay. Ich hoffe, dass... Hacken kommt nicht so oft. Ich bin da irgendwie... Kriege ich das noch nicht ganz wieder auf die Reihe. Okay. So, ich muss was erzählen, sonst muss ich mich nämlich ablenken. Der Polaramus hat mir geschrieben. Und ich glaube, er hat mich ein bisschen gespoilert. Die Sau. Du Sau. nee, er meinte einfach nur, dass... dass das Spiel stellenweise wohl sehr unfair wäre, worauf ich mich dann schon wieder richtig freue und das ironisch gemeint war. Aber gut. Müssen wir uns halt gut vorbereiten. Ach du meine Güte. Kann ich Flipper spielen? Nein, natürlich nicht. Warum haben die so einen alten Flipper in der Hightech-Welt, ey? Ist doch mal voll unrealistisch. Nein, nein, ich weiß. Das ist Nostalgie. Ja, muss ich mich halt besser vorbereiten. Und ich soll immer die Nebenmission machen, wo ich nicht weiß, was er damit meint. Und mich an den Bot halten, dass ich auch nicht weiß, was er damit meint. Aber das werden wir wahrscheinlich noch rausfinden. Fuck, 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 fuck. Wo ist es? Da ist es. Boah, das sind ganz viele. Okay. Ach, fuck you. Ja, komm schon. Hab ich's? Nein, hab ich natürlich nicht. So, du auch. Fuck. Alter. Gut, ich muss mich... Ich muss drauf achten. Aha. Da ist immer noch eins. Setze Chinese ein. Ach so, ja, die scheiß Kanister, ey. Will ich denn mit denen? Oh. Scheiße. Geh weg. Oh. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Ganz dolle. Oh mein Gott. Hydraulikantrieb. Oh, wir haben einen neuen Antrieb. Also ganz ehrlich, momentan kann ich das... Also wenn jetzt keine großen Call of Duty-Sequenzen mehr kommen, dann kann ich nicht bestätigen, dass das Spiel nicht gruselig ist. Ach, fuck! Wo geh ich hin? Okay, ich geh erstmal hoch. Die kommen hier hoch! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Geh weg! Alter! Nein, 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 nein! Nein, nein! Herz bleibt stehen! Ganz tief! Ganz, ganz oft! Okay. Also dann kann ich echt nicht bestreiten, dass mir das Spiel keine Angst macht. Also von der Atmosphäre und... Okay, da ist... Irgendwas ist da. Von der Atmosphäre und so weiter... ist es doch fucking gruselig. Und macht mir tierisch Angst. Muss ich ja sagen. Okay, viele neue... Neue...
Materialien. Och Gott, ich sehe schon, ich muss da jetzt runter, ne? Oh Gott. BTF. Wow. Ein alter Sucherbot. Ah, das ist der Bot. Könnte noch nützlich sein. Drücke die Oben-Taste. Drücke L1. Drücke zum Einsetzen R3. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Bot sucht Ressourcen und bringt sie zur Bank. Ja, ja, bla bla bla. Wo ist macht? Ist mein Ding weg? Ne? Ich weiß, hier kommt gleich irgendwas. Bin ich mir fast sicher. Wobei, das könnte jetzt erstmal... Ah, und jetzt kann ich den losschicken. Hat er was? Ich raff's noch nicht ganz. Bot? Ich glaube, ich hätte da hoch müssen, ne? Jetzt ist er weg. Hä? Boah. Ach, da ist er. Halt, komm her. Boah, ich höre schon wieder irgendwas schreien. Was macht der denn? Will er mich ärgern? Naja, wir laufen immer hinterher. Irgendwas wird er ja machen. Ach, der Bot kann mich mal, ey. Ich laufe jetzt einfach weiter. Uah! Was, wo? Oh mein Gott! Und ich weiß nicht, ich raff's mal nicht. Wo ist denn jetzt der Bot wieder hin? Ist er jetzt wieder weg, oder was? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Ich nehme das mal mit, vorsichtshalber. So. Hab ich hier noch irgendwas? Nein? Gut. Ach
Gott, jetzt weiß ich nicht, kriege ich nochmal einen Bot? Oder habe ich den jetzt... oh nein, nicht die Viecher. Och, die sind doch scheiße. Wo ist mein Bot hin? Gibt's denn, dass der weg ist jetzt? Der kann da nirgends hin, wohin fahren. Oder ist der automatisch jetzt im Safe drin? Auch. Ich raff's nicht. Fragt mich nicht, wie das funktioniert mit dem Scheißding. Egal, wir gehen weiter. Ich muss hier weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab schon wieder... Bin schon wieder total verschwitzt hier. Das gibt's nicht. Oh Gott. Was, wo? Ah! Oh Gott. Leute, ihr wollt mich echt verarschen jetzt. Ich war froh, dass ich die Dinge endlich los bin und jetzt kommen die schon wieder. Vor allem in den engen Räumen hier ist das noch mehr beschissen. Okay, aufdrehen. Komm schon. Okay. Ach du meine Güte. Oh, was? Alter. Ah, nein, nein, nein! Alter, Alter! Alter. Alter, jetzt raff ich gerade gar nichts. Ach so, ich hab... Hä? Och Gott, ey. Schraff nix. Beginn der Aufzeichnung, bla 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 bla. Ich kann sie ja nicht lesen. Charles Sykowitz, Sam, das musst du dir ansehen. Hab dieses Bild von Tim... Moment. Von Tim Kaufmann vom Planeten bekommen. Ist es das, was ich denke? Sam Kettle, was denkst du dir eigentlich... Oh, ich kann es echt nicht lesen. Was denkst du dir eigentlich? Der Captain wird ausflippen, wenn er sie raus... Was? Wenn sie rauskriegt, dass du einfach so geheime Infos verbreitest. Glaubst du, das ist der Grund, warum sie uns alle hierher brachten? Halt dich daraus. Psycho... Blub. Glaub mir, je weniger du weißt, desto besser. Okay, dann gehen wir doch einfach mal an die Bank. Oh Gott. Ja, bla bla bla, Platine. Missionar wurde freigeschaltet und deinem Safe abgelegt. Vermittler wurde freigeschaltet. Waffen-Upgrades, wo ist denn mein Safe? Objekte, Safe. Hergestellte Waffe, EG, Missionar, Vermittler. In den linken Waffenslot... Ich will jetzt gerade mal ausprobieren, was das für Waffen sind. Ah. Habe ich dafür auch einen Plan? Missionar. Hä, was ist das? Kompakt-Bogenschießer mit Maschinenpistole. Vermittler. Ach so, halt, nein. Klar. Ich hab die ja gerade, bin ich doof. Okay.
Moment. Auch nicht schlecht. Okay, jetzt ist die Frage. Was ist das für ein Ding? Okay, das ist eine ganz billige. Ich werde jetzt einfach Pläne... Zusätzliche Ressourcen benötigt. Waffen herstellen. So, jetzt pass auf. Jetzt haben wir Folgendes. Entfernen und demontieren. Achso, das ist meine einzige ausgerüstete. Ach, nicht weggehen. Ich werde jetzt einfach mal alle auseinanderbauen. Und dann mal gucken, was wir dann uns Gutes zusammenbauen können. Ah, mein Bot ist da. Ah. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. So. Die müssen wir auch demontieren. Und die auch. So. Mal gucken. Wir haben den Militärkern. Der macht den... Diese Teile legen den grundlegenden Projektiltyp... Plasmakern, Tesla-Kern. Tesla-Kern ist beschissen. Ich nehme mal an, dass das... das Schnellschießding sein wird. Ja. Okay, jetzt würde ich aber gern da den Plasmakern und im unteren Teil hydraulischer Antrieb, Körperkraft, nee, das ist nicht so toll und das ist nur zum Drehen. Dann machen wir hier den Militärantrieb. Kompakter Standardrahmen, schwerer Standardrahmen, kompakter Eliterahmen, schwerer Eliterahmen. Wenn du nur eine Waffe ausgerüstet hast, können wir den nicht wechseln. Das ist schlecht. Okay, dann werden wir uns mal eben schnell... irgendeine Waffe basteln. Und zwar nehmen wir den schweren Standardrahmen, den Militärantrieb. So. Ist einfach nur, dass wir hier die Waffe haben. Dann werde ich jetzt die hier einmal alles komplett demontieren. Wir werden jetzt gucken wir mal, kompakter Standardrahmen, schwerer Standardrahmen, ein kompakter Eliterahmen für einhändige Waffen oder ein kompakter Eliterahmen für zweihändige Waffen. Wir nehmen jetzt mal den für einhändige Waffen, nehmen oben den Plasmakern, mittleren nehmen wir den Militärantrieb. Die Standardspitze haben wir nur, untere Toolspitze.
Du. Produziert die EGN MP-Reichweite mittelgering. Wenn ich... Moment. Wenn ich jetzt hier einen Plasma-Kern reinmache? Nee. Okay. Das geht nur für den Militärantrieb. Da haben wir doch aber das hier rein. Und Erweiterung haben wir keine. Okay. So. Und dann bauen wir uns noch eine Waffe mit einem schweren Elite-Rahmen für zweihändige Waffen. Und bauen uns da auch wieder einen Plasmakern rein. Und nehmen... Ja, Starkstrom hat natürlich viel Schaden. Ja, komm, wir nehmen mal den Tesla-Kern. Okay. So, linker